Guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder in Staxel unterwegs. Wir haben gerade Feuerwerk bekommen von der Alissa, weil wir ihr einen blauen Brief gebracht haben. Aber ja, das hält uns natürlich nicht auf. Wir haben wieder enough Money, um Scheiße zu bauen. Aber noch nicht genug, um uns eine Versandstation zu kaufen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich meine, die kostet 2,5 und wir haben nur 2,4. Gucken wir mal ganz kurz. Versandkatalog. Ja. Wir zahlen Geld dafür, dass wir Geld ausgeben können. Das heißt, wir sammeln noch mal ein bisschen Zeug ein. Was ist das hier eigentlich? Das sind Kisten, ne? Genau, das war Kisten. Und ich wollte den Hammer nicht da rein tun. Nein. Die Schnecke wollte ich da rein tun. Ja, das war der Sinn der Sache. Wie kann ich so eine Kiste aufheben? Ja, so geht's. Leere Kiste. So, dann nehmen wir auch mit. Ist eine Kiste ein Kasten? Kann ich hier meinen Hammer verkaufen? Ich weiß es nicht. Fallen hier die spektakulären Feste statt? Die angeblich in dieser Stadt stattfinden und der ganze Frühling kein einziges Fest hatte? Wer weiß. Vielleicht werden wir es niemals erfahren. Aber wir laufen erstmal darüber. Darüber zu Cecils Haus. Und stellen diese Kiste da rein. Auf den Tisch. Gucken, gilt das? Tresen fertig, Bücherspiele, Bücherregal fertig, Toilette brauchen wir jetzt nicht. Schmink dich, Clown. Badewanne mit Clownfüßen, Computer. Ich sag's zu wenig Kleiderschrank, Lampe, Schreibtisch, Tisch, Kasten. Gut, das sind keine Kästen. Warte, wir haben noch eine Kiste im Angebot. Gilt die? Können wir zerstören. Zerstören. Gut, das ging jetzt einfacher. Wird erstmal verscherbelt. Vielleicht bringt es ja Geld, nur. Man weiß ja nie. Und Sprung. Und Sprung. Und Sprung. Ist ein Parcours gelaufen. So. 66 Blütenblätter, nicht schlecht, so eine Kiste. Schmetterling. Schnecke. Wir haben 2,5. Wir können uns einen schönen Versandkatalog kaufen. Also bei den meisten Warenhäusern sind diese Kataloge einfach umsonst. Die wollen schließlich jetzt mal was. Haben wir den oder den? Nix. Yay, wir haben einen Versandkatalog. Den stellen wir uns jetzt erstmal in die Hütte. Auf dass wir Online-Shopping betreiben können und dass wir dann tierisch stolz drauf sind, dass wir endlich Kühlschränke und ähnliches kaufen können. Ja, aber los geht's. Für Straßenfreude. Puh. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Willst du etwa hier zu unseren Samen laufen und die fressen? Ich glaube nicht. Oh, kann sie nicht wieder platzieren? Ja, Pech gehabt. Jetzt sie geworfen. Ja. So, wir haben ja hier unser Schlafzimmer, wo immer eine Eiche liegt. Ich habe gerade schon gedacht, ich platziere die Schnecke und da kommt ein Gericht. Das wäre ein bisschen strange. Also, ich meine, Schnecken können sehr lecker sein, aber. So. Die wohnt jetzt da. Also ich würde sagen, hier drüben wird so unser Arbeitsbereich. Neben dem Klo kann man schön beim Kacken ein bisschen rausgucken. Und wir stellen das jetzt mal hier hin. Oh mein Gott. Wir können alle möglichen Viecher kaufen. Können auch Essen in jeglicher Form kaufen. Können sogar Holz kaufen. Wirklich? Ich kann Holz kaufen? Warte.
Ich bin überfordert. Alter, ich kann also auch Hirschkäfer wahrscheinlich kaufen. Stickbug. Blauer Seetang. Oh, Schokomuffins mit gleichmäßig verteilten Schokochips. Und Baked Potato. Milch. Samen aller Art. Ich muss das Haus nie wieder verlassen. Katze in der Box. Dann können wir die Box verbrennen, weil Katzen sind böse. Nein, Spaß beiseite. Eine Hortensie. Diverse Baublöcke jeglicher Art und Weise. Aber wetten, es gibt keinen Kühlschrank. Kühltruhe. Also Kühlbox. Ah, hier gibt es die Bubbleheads auch. Thomas Bubble, Badger Bubble, Winters Bubble. Blaues Geschenk, grünes Geschenk, rosa Geschenk. Terminator. Alter, geile Dächer. Geile Türen, Windspiel. Und Feenhaus. Rosenstacheldroh. Alter Vater. Online-Shopping ist geil. Amazon lässt grüßen. Riesiger Küchentisch. Kühlschrank. Nein, das ist ein Gefrierkühlschrank. Ja, ich glaube, man kriegt einfach alles im Internet. Es ist ja wie im echten Leben. Oh, tonnenweise Rezepte. Katzenhüte. Bärte. Ich brauche Schnurrbart. Ich brauche diesen Helm. Und Brille. Und Piratenmaske. Und Alter, so muss ich rumlaufen. Also man kriegt so ziemlich alles hier in diesem Versandkatalog, was man will. Das finde ich geil. Und ich will ein Dix. Oh, ist mal ein Rhino-Käfer. Marienkäfer, Green Dragonfly. Pink Butterfly. Oh, das Spiel tappt raus. Ist scheißegal, ob das Spiel raustappt. Wir brauchen jetzt Sachen. Nashornkäfer. Ich will zwei Stück. Fuck, ich habe nur Geld für einen. Dann bestellen wir jetzt noch keinen. Wir müssen erst Geld machen. Gibt's die Biene? Irgendwie Geld machen. Hier, Schmetterling. Hier oben ist eine Königsbiene, die bringt ja 180. Du bist uns Nashornkäfer wert. Dann will man noch zwei Eicheln auf. Sehr schön. Sehr schön. Hier regnet es rein, das ist nicht schlimm, weil wir haben gleich Nashornkäfer. Nashornkäfer! Ah! Beziehungsweise Einhornkäfer. Wobei, Online-Versand macht es möglich. Platz da, Platz da, Platz da. Alter, geil. Also einfach alle Items da bestellen, die es hier gibt, wahrscheinlich. Also, ich wüsste jetzt nicht, welches Item. Oh, wir können auch einfach das Eifel kaufen. Und die Biene. Und die Biene. So, jetzt gehen wir Nashornkäfer bestellen. Auf dass wir endlich den Steg fertig machen können für also, die Ria. Ja? Alles okay, Ria. Wir regeln das. Du kriegst deine Fischstation. Wir haben soeben das Internet für uns entdeckt. In Form eines Versandhauskataloges. So. Jetzt bestellen. Ich brauche eine Versandstation. Nein! Der Traum vom Einhorn geht. Ich hab doch einen Briefkasten. Ich kann auch Dinge empfangen. Guck mal, Briefkasten. Die Versandstation kostet wahrscheinlich nochmal 2,5. Toll. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, wir müssen wieder Holz farmen. Versandstation. Backstation. Kochstation. Versandkatalog. Grafschere, Smoker. Melkmaschine. Die musste ich jetzt kaufen. Tut mir leid. Wo ist die Versandstation?
Lilly, gerade geklingelt und habe ein Päckchen bekommen. Da muss ich hingehen, aber wir suchen trotzdem weiter die Versandstation. Fangkisten brauche ich. Was ist das? Ja, Versandstation, 2,5. Na, war klar. Rosemary. Aber wir haben eine Melkmaschine, die würde ich jetzt gerne mal installieren. Weil Milch war zumindest, also alles was aus Butter war, ist gefühlt da drüben schweineteuer. Und wenn die Milch auch so schweineteuer ist, können wir die zu horrenden Preisen verkaufen. Die kommt hier zum Baum. Versuche es bei einem Tier, das man melken kann. Mildred, stopp! Ich habe eine Kuh gemolken. Ich habe Milch bekommen. Mildred, mehr Milch. Mildred, Milch, Milch, Milch! Gut, Mildred hat gerade keine Milch. Das ist in Ordnung. Hi, Oscar. Oscar! Warum sind die Wege immer so dreckig? Sieht so aus, als ob hier nie jemand aufräumt. Ja, ich muss Häuser bauen, Oscar. Jeder hat seine Aufgabe und du bist Straßenfeger. So, mal gucken, was es für die Milch gibt. Wir können endlich Geld mit Mildred machen. Oh my fucking god. Ist das awesome? Hat ja auch gefühlt nur eine Ewigkeit gedauert. Entspannte 140 pro Milch. Das heißt, wir haben ein Einkommen von 280 jeden Tag. Einfach so. Bam. Gut, es reicht nicht, um unseren Versandhauskatalog zu kaufen. Aber es ist ein Anfang. Wir müssen aber Holz hacken gehen. Ich glaube, es führt keinen Weg dran vorbei, bis die Erdbeeren reif sind. Und wir könnten auch ein paar Kisten klauen. Aber das ist nicht so meins. Ich möchte hier die Dorfbewohner jetzt nicht einfach unnütz ausrauben. Wobei. Arbeiterbiene. Die heimische Bevölkerung an Tieren können wir schon mal ausrotten. Das ist okay. Wir sind morgen eh wieder da. Das ist ja das Praktische. Eine nie aufhörende Quelle an kleinen Tieren, die wir verscherbeln können. Zum Beispiel dies. Ein Purple Butterfly. Ein Pilz. Ihr habt Milch gegeben. Ich bin stolz auf euch. Auf dich auch. Dass die nicht geplatzt sind vorher schon, weil einfach zu viel Milch drin war. Ringpilz nehmen wir auch mit. Und die Libellen nehmen wir natürlich auch noch mit. Weil noch ist Tag, noch können wir die einsammeln. Können wir die Fliegenpilze in irgendeiner Form kochen? Dann können wir die einfach ins Regal stellen. Da. Schmetterlinge zugestellt. Gut, nehmen wir wieder mit, wollen wir ja verkaufen. Gut, dann mal ein gutes Nächtle. Und ein Schlückchen Kaffee auf diese wunderbare Nacht. Ah, Kaffee. Kann weitergehen. Sehr gut. Hände waschen, nicht vergessen. Das ist wichtig. Was geht ab, Mildred? Mildred, gibst du denn auch Milch? Natürlich gibst du Milch. Rufus, was geht ab? Rufus, gibst du auch Milch? Wahrscheinlich nicht. Rufus muss noch Futter besorgen. Annabelle ist beschäftigt. Ja, meine Erdbeersamen zu fressen. Annabelle, geh mal weg. Hat die jetzt die Erdbeersamen gefressen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die Erdbeersamen gefressen hat oder nicht. Hast du gepupst? Sehr gut. Wie geht's dem Huhn? Rosi. Rosi strahlt Lebensfreude aus. Oh, hier fliegen keine Libellen mehr. Ich beobachte. Wir merken uns mal hier neben dem Stein eine Pflanze.
Wenn da weniger Pflanzen sind, wissen wir, Rosie oder Mildred oder irgendwer von denen frisst uns Samen auf. Biene, 180 Blumen. Eichel. Oscar. Oh, Oscar ist gar kein Insekt. Ich dachte, Oscar wäre ein Insekt. Aber da habe ich mich scheinbar getäuscht. Ja, man muss Fehler auch einsehen. Kann man nichts machen. Ein paar weiße Pilze gepflückt. Arbeiterbiene verkaufen, Schmetterling verkaufen. Pilze verkaufen. Ist das Milch oder der Entsafter? Das ist der Entsafter, ne? Wo ist die Milch? Da ist die Milch. Müssen wir aufpassen, dass wir den Entsafter nicht verkaufen. Wir haben den Entsafter verkauft. Ganz großes Kino. Wir müssen aufpassen, dass wir den Entsafter nicht verkaufen. Bam, verkauft. Ja. So eine Eichel. Ja, kaufen wir uns halt eine neue Melkmaschine. Melkmaschine. So. Gerade schon gedacht. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wie machen wir Butter? Weil wenn Butter, also was gucken wir kurz mal hier, was gucken wir hier? Und hier kostet ein leeres Glas Milch 230 und Butter kostet einfach das Doppelte. Damn. Und wir sind schon stolz auf unsere Milchproduktion. Ja? Haben wir ein Rezept für Butter? Das ist ja ein Kochrezept. Karten, ne, brauchen wir nicht. Pilzresäure brauchen wir jetzt auch nicht. Sirup, Torte, weißer Zucker, damn. Ich will wissen, wie man Butter macht. Gibt's hier drüben Rezept? Kürbissuppe, Fried Egg, Marmelade, Marmelade, Püree, Konfitüre, Smoothie, Blaubeer, Konfitüre, Limetten, Laminat, Drachenfrucht, Smoothie, Smoothie, Kartoffeln mit Käse, Popcorn, Kirsch, Apfelpüree. Scheinbar nicht. Musikalische Klavierpflanze Note G. Ach, wir haben dann die musikalische Klavierpflanze Note D. Oder C. D oder C. Ich bin mir nicht sicher, was wir haben. Ist ja auch egal, wir müssen Geld machen und den Hund füttern. Also erstmal den Hund füttern. Kaufen wir. Kriegen wir wieder 100 Blüten weg. Nur für den Hund. Ja. Wobei, der Hund bringt uns ja auch Samen und Zeug, das ist ja in Ordnung. Ich hab schon gedacht, der wäre vollkommen nutzlos, aber ist er ja nicht. Und der Hund verkauft wenigstens keinen Melkautomaten. Das muss man ihm ja auch zugute halten. Wunderbar, was geht ab? Seht das? Ja. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen jetzt ein bisschen Holz fällen. Wobei, ich will das hier mal wegarbeiten. Ich will wissen, ob da irgendwas drunter ist. Oder ob es einfach nur eine Steinansammlung ist. Das ist einfach nur eine kleine Steinansammlung. Ja, da ist nichts drunter. Gut, hätte er sein können. Ist aber nicht der Fall. Ich nehme natürlich mit. Ich auch. Es lohnt sich fast mehr wahrscheinlich, einfach hier Schmetterlinge und Co. zu fangen, als Holz zu farmen, weil die bringen fucking viel Geld. Aber gut, so ein Baum, ne? Also, er bringt ja auch ein bisschen Holz. Wird die Axt ausgepackt und einfach mal drauf gehauen. Bam! Bam! Sammeln wir das alles ein. Und dann machen wir hier weiter. Mir ist aufgefallen, auffallend oft ist das letzte, was wir in einer Folge machen, Holz sammeln. Bam. Das ist einfach eine wertvolle Ressource. Eine Ressource. Und, das ist schon mal so ein Ding, ne? Also wir haben jetzt, ist die Frage, besorgen wir uns noch mehr Kühe? Oder wie machen wir das? Dann sperren wir die Kühe irgendwann mal in ein Gehege ein? Wir brauchen eigentlich so einen Stall, wo in jedem Stall eine Kuh, in jedem Ding eine Kuh wohnt, eng auf eng, und sie keinen Platz haben, um sich zu bewegen.
Ja, Mastbetrieb. Was? Nein, das war ich natürlich nicht so. Ich würde nie diese Kühe alle einsperren, um Massenviehhaltung zu betreiben. Nur um Dinge zu tun mit diesen Kühen, wie zum Beispiel Milch von ihnen verlangen. Würde ich nie machen. Nee, das habt ihr falsch verstanden. Mir fällt gerade auf, wir haben einen sonnigen Tag, an dem wir nicht unsere Blumen wässern. Unsere Erdbeeren. Das ist natürlich nicht gut. Das müssen wir schnell mal. Da gab es kein Holz raus. Okay. Ich merke mir das, Baum. Ja. Wenn ich wiederkomme. Wo müssen wir eigentlich hin? Dahin. Unser gegrabenes Loch wird auch angezeigt und wir stecken im Baum fest. Da ist ein Schmetterling und ein Mantis. Ja, wenn man Käfer in der freien Wildbahn nicht finden kann, dann muss man sie bestellen. Auf käferversand24.de. Ganz klar. Nicht Käferversand, Käferversand. Und jetzt gießen wir mal kurz eine Runde. So. Wo ist unsere Gießkanne? Da ist unsere Gießkanne. So. Ja, Mitri, da guckst du nicht schlecht, wenn wir hier gießen, ne? Schön drauf kacken, Annabel. So, das war's für die Folge aber auch schon wieder. Mit einem freundlichen Bellen. Rufus, wir haben dir doch Fressen gegeben. Guck mal hier vorne. Da ist Fressen. Rufus. Hier, Fressen machen gehen. Gut, aber vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr dürft uns auch abonnieren. Und habt eine schöne Woche. Haut rein und bye bye.